Morgen zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und ich möchte heute den Sonnenaufgang hinter mir fotografieren und verwende dabei auch das Haida-Filtersystem. Jetzt zeige ich euch einfach mal, wie würde das Bild ohne Filter aussehen und dann mit Filter. Da seht ihr gleich den Unterschied und vielleicht hilft es ja. Als erstes ist es wichtig, die Kamera eigentlich in der Waage auszurichten. Da hat man im Nachhinein weniger Arbeit. Und ich verwende jetzt eine 5/6er Blende und belichte ein 60stel, ein 60stel. Durch die 5 Sekunden Auslöseverzögerung vermeide ich jetzt, dass meine Kamera verwackelt, wenn ich das Bild mache. Weißer Blei steht auf Automatik. Okay, das Bild ist noch etwas zu dunkel. Kann ich noch einen Ticken heller belichten. Vielleicht auch mal auf 1/30stel. Okay, das sieht jetzt schon mal ganz gut aus, aber ich möchte wie gesagt die Wellen glätten, deswegen kommt jetzt mein Filtersystem von Haida zum Einsatz. Ja. Ich habe die Filter hier in so einer praktischen Tasche dabei. Da geht nichts kaputt und wird auch nichts dreckig. Da die Sonne jetzt noch nicht wirklich aufgegangen ist, kann ich den Haida Nano Pro 1.8 verwenden. Der erlaubt mir eine um bis zu 64-fache Verlängerung der Belichtungszeit. Das Bild habe ich jetzt gerade mit 1/30stel Belichtungszeit gemacht. Wenn ich jetzt den ND-Filter draufschraube, den 64-fachen oder 1.8, weiß ich eigentlich gar nicht, wie lange kann ich belichten. Und wenn ich mir Zeit sparen will, nehme ich einfach eine App her. Es gibt die hier von Libro Glas. Kann hier eingeben, ich habe mit 1/30stel belichtet. Und die zeigt mir jetzt an, ich darf 2 Sekunden lang das Bild belichten, dass es nicht über- oder unterbelichtet ist. Und 1.8 habe ich auch gewählt, weil ich einen 1.8er Filter drauf habe. Ja? Hier ist das Ergebnis. 1/30stel, 2 Sekunden. Manuell habe ich ja sowieso fokussiert, da brauche ich nichts mehr verändern. Setze den Filter drauf. Gehe hier auf 2 Sekunden. Mache das Foto. So, jetzt möchte ich aber die Wellen noch glatter haben. Jetzt kommt der 1000-fache ND-Filter. Die Belichtung auf 1/125stel passt mit einer 5/6er Blende und ISO 100. Ich mache jetzt mal das Foto ohne Filter. Und dann möchte ich einfach den ND-Filter, den 1000-fache ND-Filter nehmen. Ich denke, da kann ich das Bild 10 Sekunden lang locker belichten, dass es dann ähnlich aussieht. Und jetzt packe ich den ND-Filter drauf. Der wird mein Bild jetzt ordentlich abdunkeln. Das ist der 1000-fache ND-Filter von Haida. Das heißt, ich kann das Bild um das 1000-fache belichten. Vorher hatte ich ja 1/125stel. Mit dem 1000-fach kann ich jetzt ca. 10 Sekunden lang belichten. Kann ich jetzt hier zum Beispiel 1/125stel eingeben. Meinen Filter auswählen. Das ist der 3.0er. Auf 1/125stel war das Bild ja vorhin richtig belichtet und jetzt kann ich 8 Sekunden lang belichten. Okay, dann stelle ich hier mal 8 Sekunden ein in der Belichtungszeit und ich hoffe, das Ergebnis wird besser. Zu guter Letzt nehme ich noch einen Verlaufsfilter her, der den oberen Bereich des Himmels noch mal mehr abdunkelt. Ich verwende jetzt hier den Soft, also den Nano Pro Soft GND 0.9. So, nächster Versuch mit Blende 22.
in 30 Sekunden Belichtungszeit. Oh. Ja, die Herbstzeit ist echt eine schöne Zeit zum Fotografieren. Dieses gelb-rot-grüne Laub hängt an den Bäumen. Das ist Wahnsinn. Einfach schön. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. In der Herbstzeit werde ich jetzt noch bestimmt öfter rausgehen, vielleicht auch in den Wald Pilze fotografieren oder irgendwas anderes. Bye bye, euer Sigi.